Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei mir auf dem Kanal. Also ich habe es auch schon ein bisschen öfter gespielt. Ich wollte das einfach mal so als Alternative zu Dirt Rally etablieren, weil die Ride-Reihe eigentlich relativ geil ist. Ich zocke das aber auch erst seit Ride 2. Beste Teil für mich war eigentlich Teil 3. Teil 4 war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schwer und nicht einsteigerfreundlich genug. Dieser Teil geht zwar auch in die Richtung, ist aber einsteigerfreundlicher und ich habe jetzt ungefähr 7 Stunden gespielt und es könnte wirklich mein Lieblings Ride werden. Mal gucken, was noch so kommt. Wir fangen einfach mal von vorne an, damit ihr seht, was so auf euch zukommt. Ich habe ja da im ersten Run nur Position 5 erreicht, weil ich die Steuerung noch nicht drauf hatte. Wir fahren mit einer Yamaha TZR 250R von 1994. Let's go! Wir fahren in Italien. Auf Mugello, den Purzenkurs. Ja, das Setup lasse ich mal so. Und wie gesagt, wenn wir verkacken, wir können ja immer zurückspulen und die Funktion lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich spiele in Cockpit-Perspektive beziehungsweise die Helmperspektive, weil ich die einfach am immersivsten finde von allen. Und sieht auch richtig nice aus, finde ich. Aber das war auch schon bei dem Ride 2 der Fall, dass das gut aussah. Und da habe ich das Schalten verkackt. Oh. Bremsen. Ich muss dazu sagen, bei mir hat es allerdings auch so 2-3 Stunden gedauert, bis ich wirklich so im Flow war, einigermaßen. Mal wieder ein Bike-Game zu spielen. Es ist doch schon, ui, was anderes. Und da spulen wir zurück. Wir können's ja. Macht natürlich einiges einfacher, aber ich möchte ja auch Spaß haben und nicht hard tryen. Also, wenn ich Solo spiele, würde ich das auf jeden Fall mal probieren, aber jetzt nicht im Stream oder bei einer Aufnahme und schon wieder Crash. Ja, habt ihr irgendeinen Ride-Teil gespielt? Habt ihr dann Favoriten? Habt ihr MotoGP gespielt? Ich glaube, das ist ja auch von denen. Und dann gibt es ja MotoCross-GP, glaube ich, gab es auch mal. Die Ride-Reihe kombiniert ja vieles von den beiden Sachen. Unter anderem auch so Naked Bikes. Bei Teil 2 hatte man auch so Art Shopper. Aber schlag mich jetzt tot, was für Marken das waren. Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall zig Bikes. Man kann die upgraden mit dem Geld, was man verdient während der Rennen. Man kann auch neue Klamotten für seinen Fahrer. Positionen bei Kurvenverhalten und so freischalten. Also ein Quatsch. Und da spulen wir direkt wieder zurück, weil ich zu viel gelabert habe und ich so vor mich hingeheizt bin. Aber ist nicht schlimm. Müssen bloß gucken, dass wir keine Strafen kriegen. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall wäre das ganz nice. Boah, Gott. Drei Runden. Das wird knapp, da irgendwie noch aufs Podium zu kommen. Das Spiel ist auch einer der wenigen auf Steam, die die Rumble-Funktion der rechten und linken Trigger-Tasten nutzt beim Beschleunigen und Bremsen. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl jetzt bei der Runde, aber das ist
uns egal. Weil ich wollte euch einfach nur mal Ride zeigen, worum es geht und was ihr erwarten könnt. Ich werde auch nicht regelmäßig Folgen hochladen, sondern immer mal wieder, wie auch bei der Dirt-Reihe. Ich habe da einfach Bock drauf, vielleicht auch mal ein Multiplayer-Session oder so. Natürlich könnt ihr auch gerne gegen mich fahren. Gegen mich zu gewinnen wird kein Thema sein. Es sei denn, ich übe auch mal ein bisschen so nebenbei. Aber ich spiele es eigentlich nur, also ich habe es nur im Stream gespielt bis jetzt. Und naja, so ist es halt, ne? Wenn man Content macht, spielt man in seiner Freizeit hauptsächlich im Stream oder per Videos und privat eher seltener. Ich finde aber, mir macht es halt mehr Spaß, Spiele zu spielen, während ich aufnehme oder Streams mache, als es halt alleine vor mich hinzumachen. Natürlich hat das auch was und das mache ich auch ab und zu. Aber am besten ist es halt mit euch. Es soll jetzt kein Geschleime sein, aber so ist es. Es macht halt Spaß. So, Großbritannien. Haben wir eigentlich ein anderes Bike jetzt? Weiß gar nicht. Also normalerweise fahre ich, glaube ich, jetzt mit 650 Kubik oder so. Ich glaube, wir haben jetzt 200 oder 250 Kubik. Ja, okay, wir fahren in England. Wir haben es gerafft. Nee, wir sind immer noch auf der Yamaha. Ja, wie gesagt, das sind die ersten drei Übungskurse, die man fahren kann. Und danach geht es eigentlich erst richtig los. Oh, vergessen zu schalten, können wir gleich neu starten. Ich habe allerdings so ein paar Hilfen an. Weil ich auf jeden Fall, ich brauche eine Dualbremse, also Vorderrad- und Hinterradbremse kann man halt auch einstellen, Kupplung etc., Traktionskontrolle. Aber bei Motorrädern finde ich, ist das nochmal eine andere Hausnummer als bei Autorennen. Die KI ist relativ aggressiv, finde ich, aber naja, ich auch. Nein, ich bin eher unvorsichtig. Scheiße. Aber wie gesagt, Teil 4 habe ich bis jetzt am wenigsten gespielt. Es kann sein, dass das eigentlich genauso gut ist wie das hier. Ich weiß es nicht, nur habe ich das nicht so häufig gespielt, weil es einfach bockschwer war, auch mit diesen, oh Gott, mit diesen, ja, wie soll ich es nennen, mit diesen Fahrerprüfungen, die man machen muss, mit der Bremserei und durch Pylonen fahren und so, das ist schon schwierig. Komm ich da durch? Ja. Ich sollte mein Bike mal lauter stellen. Ich höre nicht, meistens nicht, wann ich schalten muss. Oh nein. Ja, wie gesagt, das passiert öfters. Aber dafür ist ja Rückspulen da. Also die Optik finde ich mega Bombe. Die Motorräder sind ziemlich detailliert gestaltet. Mit den ganzen Schrauben und so. Man sieht die ganzen Motorenteile. Und es gibt ja auch nicht so viele Alternativen. Ihr könnt gerne mal Alternativen in die Kommentare schreiben, weil ich zock eigentlich ganz gerne Motorbike-Spiele. Das ist schon zu Super Nintendo-Zeiten so. Ja, eigentlich auch schon NES. Damals war das ja auch eher Action Racer. Oh Gott, das verkacke ich. Ja, sag ich doch. Was mache ich denn für eine Grütze hier?
Ihr könnt auf jeden Fall gerne einen Daumen da lassen oder in die Kommentare schreiben, wenn ich öfters Folgen bringen soll. Aber ich werde es sowieso immer mal, sage ich mal, einmal die Woche mal so eine Folge hochladen. Aber ich könnte das auch gerne öfter machen, weil ich spiel's relativ häufig aktuell. Nein. Moment, ich muss mal eben mein Bike irgendwie ein bisschen lauter stellen. Motoren. Gilt das jetzt auch für die Mitspieler? Oder das Renneffekte? Ich mach mal so. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie den ersten Platz hart tryen. Ich will einfach nur mal so ein bisschen quatschen über Rides und das, was halt kommt noch an Videos. Oh Gott, das war schlecht. Sag ich ja. Nachteil halt mit der Helmkamera ist, man hört halt viel weniger vom Renngeschehen. Aber ich finde, die haben es schon ganz gut gemacht. Ja, und bis zu Ride 3 war es halt eher ein actionlastigeres Spiel. Eher so Richtung Forza Horizon, würde ich sagen. Oh, meine Fresse. Und das ist hier halt, würde ich mal sagen, seit Teil 4 eher so ein bisschen mit Simulation mit drin ist. Auch mit Pitstops. Bei Ausdauerrennen zum Beispiel muss man halt auch in die Box fahren. Hier jetzt nicht bei den kurzen Rennen. Ich bin auch schon in der letzten Runde, sehe ich gerade. Haben wir richtig schön verkackt, wa? Aber eine Runde kommt ja noch. Ja, guck mal, wenn ich weniger rede, klappt's auch besser. Aber es ist ja auch ein Rise 5 Info-Video. Erstmal. So, Platz brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Wir starten direkt ins nächste Rennen. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Funktion. Ride macht Screenshots mit diversen Filtern automatisch. Man kann natürlich auch selber welche erstellen, aber finde ich ganz nice. So, und es geht nach Spanien. So, wir sind beim Circuit
Ricardo Tormo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wurde ja auch im Vorfeld, bevor das rauskam, als Gran Turismo der Motorräder annonciert. Aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es hat auf jeden Fall was davon. Oh, das war knapp. Boah, der erste Gang, ich vergesse immer zu schalten. Motorrad dreht halt auch so schnell, so hoch. Und mit den ganzen anderen Motorrädern höre ich den Schaltpunkt nicht. Und ich gucke auch nicht die ganze Zeit auf den Drehzahlmesser. Das wird mich rausreißen. Aber klappt schon ein bisschen besser als vorhin. Bei der nächsten Folge bin ich auf jeden Fall voll drin, versprochen. Zumindest, dass ich Richtung Podium fahre. Ja, es gibt einen Story-Modus, der hat ja auch so ein bisschen Geschichte, ein bisschen rudimentär, ist jetzt nichts Besonderes, aber führt einen eigentlich ganz gut durch die ganzen Klassen. Und es gibt halt nicht nur reale Rennen, Pisten, sondern halt auch fiktive Strecken, wie bei anderen Rennspielen auch. Dieser Güte. Meine Güte. Also wie gesagt, wenn ihr Motorradrennspiele mögt, kann ich euch das Spiel wärmstens ans Herz legen. Es war auch letztens, als es im Sale war, in der Ultimate Edition, ich glaube 1999. Es gibt dann zwar trotzdem noch Motorräder, die man trotzdem noch kaufen muss, für echt Geld, aber muss man ja nicht. So, letzte Runde. Es lief ja ganz gut bis jetzt. Platz 7. Keine Strafen. Und unsere Rundenzeit hat sich auch um einiges verbessert, aber das ist ja auch nicht unbedingt schwer. Das war fast eine Strafe, ey. Das Strafsystem ist jetzt nicht so pingelig wie bei anderen Spielen, würde ich sagen. Klar, wenn du jetzt ein bisschen zu hart schneidest, dann gibt es ja direkt Strafzeit, aber so ist das in Ordnung.
Ach ja, und wenn man Hilfen ausstellt, dann muss man sich auch vor- und zurücklehnen und hinter die Windschutzscheibe lehnen etc. Das habe ich jetzt alles auf automatisch. Nur die Fahrhilfen für die Piste an sich, so Traktionskontrolle, ABS, die habe ich halt ein bisschen runtergeschraubt und halt mit selber schalten. So, dann zeige ich euch auch mal kurz die Replay-Funktion, weil die sieht auch ganz nett aus. Und dabei werde ich das Schlusswort verkünden. Wie gesagt, wenn ihr öfter Folgen sehen wollt, dann lasst einen Daumen da, schreibt es in die Kommentare. Aber ich werde sowieso immer alle ein, zwei Wochen eine Folge bringen. So neben Dirt Rally, ja, werde ich da halt auch immer mal wieder Folgen machen. Und vielleicht kommt ja auch schon nächstes Jahr der nächste Teil raus. Ich weiß es nicht. Man wird sehen. Und wenn ihr wollt, dass ich auch mal Motor-GP zocke oder Motocross-GP oder wie auch immer das heißt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. In dem Sinne, auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr sowas mögt. Schaut mal rein. Vielleicht gibt es da ja auch auf Konsole ein Demo oder so. Ich weiß es nicht. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Ride 5 Folge. Einen schönen Tag. Ciao, ciao.